obwohl das deutsche Infektionsschutzgesetz klar vorschreibt, Maskenpflicht auf allen Flügen, innerhalb, von und nach Deutschland. Doch was für alle Bürger gilt, gilt offenbar nicht für Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und deren Delegation auf dem Weg nach Kanada. Naja, es ist schon eine Zweiklassengesellschaft, das merkt man schon. Wir müssen uns dran halten und die tun es nicht. Wie mit in dem Flugzeug. Und das empfinde ich dann als Gängelung des Volkes. Ja, aber die haben doch immer Privilegien. Das fängt beim Geld an und endet bis ich wo. Es ist einfach so. Ich kann mich über sowas nicht mehr aufregen. Es sind für mich Heuchler, Volksverräter, die von unseren Steuergeldern leben. Wir gehen 50, 60 Stunden die Woche arbeiten, damit sie ihre Komfortzone haben und denken, sie sind was Besseres als wir. Ein Regierungssprecher versucht zu beschwichtigen. Der Regierungsflieger gehöre zur Luftwaffe und für die gelte eine Ausnahme. Wer einen negativen PCR-Test vorlege, müsse keine Maske tragen. Das hätten alle 80 Passagiere des Regierungsjets getan. Doch diese Ausnahmeregelung gibt es offenbar gar nicht. Viele Juristen suchen mittlerweile danach, aber wir können sie leider nicht finden. Wenn man sich das Gesetz anschaut, muss das Fazit leider lauten, da hat man gegen das Gesetz gehandelt, man hat rechtswidrig gehandelt und ich nehme an, dass die weitaus meisten Leute, die mit diesem Airbus geflogen sind, jetzt künftig mit Bußgeldern rechnen müssen. Zu den juristischen Problemen kommt die politische Kritik. Die Union wirft der Regierung Doppelmoral vor. Man hat das Gefühl, dass also die Regierung hier sich in einer Sonderrolle sieht. Es gibt mehrere Beispiele, wo also die Regierung, die sozusagen im Moment für Gängeln der Bevölkerung steht, sich selber Freiräume nimmt. Und hier ist also eine Vorbildfunktion verlangt. Selbst der Koalitionspartner FDP geht auf Distanz. Parteivize Wolfgang Kubicki fordert ein komplettes Ende der Maskenpflicht im Bus, Bahn und Flugzeug. Doch laut einem Bericht der Bild-Zeitung will die Regierung die Maskenpflicht in Flugzeugen morgen ganz im Gegenteil sogar noch verschärfen.